So, hier ist er wieder. Lange nichts gehört von mir, gesehen. Es hat einen Grund, meine Prüfungen waren rum oder sind rum. Ich bekomme auch jetzt meine Ergebnisse und ich habe mir einfach eine Auszeit gegönnt. Mache das noch ein paar Wochen. Einfach nichts machen, das ist so krass. Die letzten 3,5 Jahre waren so turbulent, so extrem von allen Seiten, egal ob Arbeit, Schule, dann hier ist die Online-Geschichte. Ich melde mich zurück. Ich teste einen neuen Fitness-Tracker. Warum? Ihr habt es mitbekommen auf Snapchat. Mein Fitness-Tracker, Fitbit Charge HR, ist wieder defekt. Ich bin immer noch von dieser Technologie überzeugt. Habe es ja öfters getestet, verglichen mit dem Bodymedia. Komme ich gleich drauf zurück. Technologie ist super, aber für mich, also ich habe halt immer damit geduscht, war auch saunieren und das Ding hat schon dreimal schlapp gemacht. Ich habe gedacht, ich probiere jetzt mal was anderes, was wasserfest ist. Vom Garmin Vivo Smart war ich überhaupt nicht überzeugt. Habe mir schon einige Reviews angesehen, mit Leuten mich unterhalten, die richtig viel Ahnung haben und mehrere Tracker ausprobiert haben. Jetzt probiere ich den Nachfolger Vivo Active. Ich habe das Teil hier schon an. Das ist jetzt nur so ein Preview. Ich werde es direkt mit dem Bodymedia vergleichen, das altbewährte. Ja, ihr habt ja die alten Reviews gesehen. Und die Vergleiche, die sind ja, waren fast identisch mit dem Fitbit Charge HR. Und ja, im Durchschnitt hat sich das nicht viel genommen. Da ich kein Fitbit mehr habe, werde ich es jetzt hiermit testen. Jetzt werden sich fragen, oh, das funktioniert doch nicht mehr. Es gibt diverse Gruppen, ich glaube Save the Body Media. Da gibt es, glaube ich, diese Software, die habe ich mal von irgendeinem Follower geschickt bekommen und habe sie mal zwischendurch einfach mal wieder getestet und es hat sich einfach nur bestätigt. Aber man kann es mit keiner Handy-App verbinden und nichts, nur am PC. Deshalb, ja, ich bin ja schon früher vorher vom Bodymedia weggegangen, weil ich es einfach nicht mehr am Arm tragen wollte. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Hier, so sieht das Teil aus, die Verpackung. Was kann ich jetzt kurz dazu sagen? Also das ist jetzt hier nur so ein Preview, was auf euch zukommt. Ihr bekommt wieder ein Full Review, einen Vergleich mit dem Bodymedia hier, also direkter Vergleich. Wenn das Ganze nicht passt, schicke ich es zurück und hol mir dann, bleib bei Fitbit, hol mir halt aber dann die neueste Version, ich glaube, das Blaze heißt es genau, Fitbit Blaze. So, ich zeige euch mal kurz die Handy-App. Genau, so ausblenden. Hier seht ihr mal so eine Schnellansicht, was ja hier alles... Es sind halt extrem viele Einstellungen, das muss ich gleich vorweg sagen, ja. Ich gehe mal hier zum Beispiel auf mehr so Aktivität, Statistiken. Ich habe ja noch nicht viel gemacht, ich gehe mal auf alle Aktivitäten. Das seht ihr heute, Shiva statt gehen. Das habe ich mal getestet. So, jetzt seht ihr hier zum Beispiel, ihr seht sogar hier... Oh, sorry. So, jetzt seht ihr hier sogar die Strecke, die ich gelaufen bin. Ihr seht hier noch die Temperatur, also das Wetter ist auch hier noch verbunden. Ihr seht die Zeit, 15 Minuten, 1,1 Kilometer, 68 Kalorien in dieser Viertelstunde. Es war ganz normales Gehen, ja. Hab's einfach mal nur so getestet. Was gibt's hier noch dann zum Beispiel? Seht ihr hier die Herzfrequenz dann in dieser Zeit? Dann die Höhe, also... genau, in Meter. Es sind halt verschiedene Einstellungen hier. Ihr habt hier, seht ihr es? Genau. Hier seht ihr dann verschiedene also Daten. Summe, also die Zeit in Bewegung, Durchschnitt Herzfrequenz, Geschwindigkeit, 4,4 Kilometer pro Stunde und so weiter. Es sind halt wirklich viele Spielereien. Im Endeffekt wird für mich halt interessant sein, die Kalorien. Was sonst? Ich zeige euch jetzt noch kurz, wie das auf dem Handy aussieht. Ich hoffe, ihr seht es hier. So, das heißt hier die Uhrzeit, dann könnt ihr halt so wischen. Das war jetzt mein Tag. Ihr seht hier 15 Minuten gegangen. Dann hier 4 Stockwerke, die Kalorien. So, wenn man hier weiter wischt, hier hat man verschiedene Apps, sage ich, oder Witches. Zum Beispiel hier 2000 Kalorien. Ihr seht ja unten dann noch zum Beispiel, oder hier die Herzfrequenz, ihr seht den Ruhepuls,
Minimale Puls, dann hier der aktuelle Puls, maximale, die Schritte, Aktivitäten, Intensität und so weiter, Wetter. Also es sind wirklich, oder hier die WhatsApp-Benachrichtigung. Es ist halt wirklich mega viel. Dann auch hier für Musik und so weiter. Also ich bin selber gespannt, ob das Ding auch was kann. Ihr werdet das Full Review sehen. Wer täglich Updates haben will, der checkt meinen Snapchat-Account ab. Ich blende es mal ein. Dort werde ich täglich Updates bringen und immer mal wieder ein paar Infos raushauen, in welche Richtung es geht. Wenn es nichts ist, schicke ich es natürlich zurück und hole mir dann das Blaze. Ja, wie gesagt, sorry, dass jetzt nicht mehr so viel kommt oder gekommen ist, aber ich genieße jetzt noch die Ruhe. Das ist wirklich, diese 3,5 Jahre waren so krass für mich. Und ich komme dann zurück mit neuer Energie. Genieße jetzt gerade den Sommer, ich feiere auch viel und ich hole mir gerade alles zurück, was ich die letzten Jahre nicht mehr gehabt habe, durch die Schule, durch das Lernen. Ja, aber ich komme zurück mit geilen Rezepten und so weiter, weil, wie gesagt, ich mache das YouTube hier, das ist alles für mich nur nebenher. Andere, die geben sich da halt voll den Rest, machen das zu 100%, verdienen auch ihr Lebensunterhalt, sage ich mal, damit. Ich habe meinen normalen Job, habe meine Weiterbildung gemacht, das wird auch immer so bleiben. Habe ich auch schon immer gesagt, von daher, jo, meine Form, seht ihr, ist immer noch shredded. Ich halte jetzt eigentlich nur noch die Form, das heißt, ich werde natürlich auch nur so viel essen, wie viel die Geräte halt oder was das Gerät anzeigt. Das heißt, ich werde mich in der Balance bewegen. So Leute, wir werden uns sehen oder ihr werdet das Review sehen. Wer alles live sehen will täglich, checkt es auf Snapchat ab. Bis dann.